Ja, es ist soweit, liebe Freunde. Das 4 Jahre Let's Player-Dasein ist erreicht. Doch, warum jetzt schon wieder ein Special? Ich hab gedacht, nach einem Jahr ohne der Hackfresse mache ich es doch mal wieder, dass ihr mich mal wieder sehen müsst. Klingt komisch, ist aber so. Doch, für was habe ich mir ausgedacht? Ich habe mir ausgedacht, ich werde ein 100 Fakten-Special über mich machen, denn die meisten, die wahrscheinlich den Namen Silosi macht 5 hören, denken sich: Jemand, was? Wer bist du denn? Und dem möchte ich entgegenwirken mit diesem 100-Fakten-Video. Jo, da habe ich mir nicht viel ausgedacht. Ich habe mich einfach mal vor den PC gesetzt, mir so ein paar Fakten aufgeschrieben, was mir gerade so eingefallen ist. Und dann wollen wir die doch mal machen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht auch, warum sitzt der die ganze Zeit? Das ist halt einfach so, die YouTuber. Die sitzen nicht, die stehen meistens oder sitzen halt, was auch immer. Ich sitze gerne, wenn ich mich entspannen möchte und zu seinem Special was sagen möchte. Deswegen mache ich das so. Und wundert euch nicht, dass ich zwischendurch nach, für euch ist es rechts oder links, ist ja egal, rechts oder links irgendwo hingucke, weil da der Bildschirm der Kamera ist und ich lasse mich da gerne ablenken. Aber wir sind ja hier nicht professionell, deswegen machen wir das so. Und ja. Das kann ich sagen, da würde ich sagen, gehen wir ab zum ersten Fact über den hässlichen Kerl. Da würde ich sagen, Film ab. Ich bin 21 Jahre alt. Wer hätte das gedacht? Aber für 21 sehe ich gar nicht so aus, ne? Ich bin halt eben hart am Limit, ne? Ich spiele Shooter, seit ich 13 Jahre alt bin. Ihr wusstet es doch, irgendwoher muss es doch kommen, dass ich so verkorkst bin. Ja, es hat schon damals in der Kindheit angefangen. Mein erster Shooter damals war Day of Defeatures, dem ich bis heute noch treu geblieben bin. Gruß an meinen Clan und an Para, den alten Hacker. Ja, dann weiter zum nächsten Fact. Wenn es etwas gibt, was ich an mir nicht mag, ist es, dass ich extrem fixiert auf die Synchro von Games bin. Sprich, wenn die Synchro so schlecht ist im Deutschen, kann ich das Spiel einfach nicht spielen. Dann spiele ich es entweder auf Original, auf Englisch, und wenn mir die auch nicht zusagt, kann ich ein Spiel einfach nicht spielen. Das macht mich manchmal zwischendurch ziemlich traurig, weil ich das gerne zocken möchte, aber es meistens dann an dem Scheitern tut. Und das finde ich ein Fact, der zu mir gehört, den ich selber nicht so stark mag, weil es halt extrem nervig ist, wenn man ein Spiel spielen möchte, das eigentlich toll ist von der Mechanik, nur durch die Synchro so zerstört wird. Wie bei jedem, der mit Spielen angefangen hat, muss es doch irgendwo einen Anfang geben, oder besser gesagt, eine Einstiegskonsole oder was auch immer. Bei mir war es der Gameboy. Ich habe damals von meiner Mutter einen Gameboy gekriegt. Sie ist sich bis heute noch uneinig, was sie über diesen Tag denken soll. Ich glaube, sie ist weniger glücklich als ich. Ich fand's toll. Da hat meine Karriere angefangen mit Super Mario Land und der eben ersten Pokémon-Edition. Dann gar nichts mehr. Da war der Kleine nur noch am Gameboy suchten. Ja, und so habe ich ja nicht in das Medium Computerspiele oder Spiele im Allgemeinen reingefunden. Wenn man mich so sieht, kann man das gut verstehen. Aber in der 5. und 6. Klasse wurde ich richtig hart gemobbt. Ja, weil ich natürlich wahrscheinlich der Schönste, der Beste und extremst bescheiden war. Ja, und war sogar so stark, dass ich mir zwischenzeitlich gesagt habe, ich gehe nicht mehr in die Schule. Hab's dann aber durchgezogen, weil ich mir gesagt habe, es kann dich nur stärker machen. Und dann in den späteren Schulen oder auch der Berufsschule war ich dann so abgehärtet, dass mich das eigentlich nicht mehr gestört hat. Und das Schöne ist, all diese Scheißköpfe, die mich damals so richtig fertig gemacht haben, sind jetzt entweder drogenabhängig oder wohnen irgendwo unter einer Brücke und da bespucke ich sie immer. Weil ich finde, das ist dann so ausufernde Gerechtigkeit des Lebens. Ich wurde fertig gemacht. Okay, ich bin hässlich geblieben, aber hey, was soll man machen? Aber die anderen sind drogensüchtig und haben ihr Leben verpfuscht. Irgendwo gibt es eine Gerechtigkeit, dann kann ich euch auch nur raten. Versucht das möglichst durchzuziehen, haltet das aus, es kommt andere Zeiten und es härtet euch fürs spätere Leben extrem ab. Ja, ein weiterer Fakt: Ich bin 1,75 Meter groß. Jetzt denkt ihr euch nicht, an meine Fresse, ist der Kerl klein. Ja, aber jeder will mich als Kollege haben, denn eine Armlehne kann schließlich jeder gebrauchen, oder etwa nicht? Etwas ganz Lustiges: Ich kann weder Schweizerdeutsch schreiben noch lesen. Also, vielleicht kann ich das ein bisschen zur Erklärung.
Es gibt da in der Schweiz sozusagen keine Rechtschreibung für den Dialekt, den wir talken hier. Und auch keine Rechtschreibung, besser gesagt. Und man schreibt halt einfach so, wie man redet. Und ich kann es einfach nicht lesen. Ich weiß nicht warum. Selbst wenn ich mir Mühe gebe, schaffe ich es kaum, es zu lesen. Und schreiben kann ich selber gar nicht. Ich schreibe immer Hochdeutsch, weil ich es kann, weil ich nie was anderes gelernt habe. Und ich auch immer fand, das ist eine Sprache, die kann man wenigstens verstehen. Aber wenn ich dann so komische Sätze kriege, dann denke ich mir zwischendurch mal, was will der von mir eigentlich? Ein weiterer Fakt zu mir. Jetzt muss ich die Kamera etwas verschieben. So, sehr gut. Ein weiterer Fakt zu mir. Ich trinke keinen Alkohol. Ihr fragt euch vielleicht, warum. Ich muss euch sagen, ich glaube, ich wäre dann etwas zu ehrlich, wenn ich noch Alkohol trinken müsste. Nee, es hat sich mir einfach nie erschlossen. Ich weiß nicht, was man so toll daran finden kann, sich ein Gift in den Körper zu schütten und dann daran Freude zu haben. Weiß ich nicht. Ist mir erstmal zu teuer, dann der Geschmack interessiert mich nicht die Bohne und ja. Voll kotzen kann ich mich auch so, dann muss ich nicht Alkohol trinken, dann kann ich mir eine schön gepflegte Magen-Darm-Grippe holen, also ja. Wie gesagt, jeder, der gerne Alkohol trinkt, soll das machen. Ich tue hier niemanden verurteilen, aber für mich hat sich der Nutzen davon, oder besser gesagt auch der Spaß, nicht erschlossen. Und deswegen trinke ich auch einfach keinen Alkohol, aber das ist doch kein Problem. Da gibt es mehr für die anderen, die sich gerne damit zuschütten. Ein Fact zu mir, der eigentlich, ja, nicht komisch ist, ich gucke immer noch gerne Sendungen von früher, also sei es die alten Disney-Filme, nicht Filme, Serien, dann die ganzen früheren Animes, die es noch gab, also die ich geguckt habe natürlich. Und zwischenzeitlich gucke ich mir noch ganz gern heutige Kinderserien, einfach so zum Schauen, wie sich das so entwickelt hat. Okay, die meisten sind ziemliche Grütze, aber ja, gibt da ein paar neue, die finde ich jetzt also auch noch ziemlich cool. Zum Beispiel die Pinguine aus Madagaskar, die waren schon in dem Kinofilm die geilsten und auch in der TV-Serie haben sie im Flug mein Herz erobert. Ja, das ist eigentlich das, was ich noch sehr gerne mache, auch wenn mich da immer zwischenzeitlich andere Leute komisch anschauen. Aber hey, ich bin mir es gewohnt, dass man mich komisch anblickt. Ja, das ist eigentlich nicht schwer verwunderlich, aber ich sag's trotzdem mal, ich bin ein echt großer Pokémon-Fan. Ich kann dazu stehen. Ich habe da kein Problem mit. Ich habe damals ja mit der gelben Edition angefangen und dann war fertig. Also ich kann bis zur dritten Generation jede Edition auswendig. War dann so, dass ich da wirklich aktiv bis Rubin, Saphir, Smaragd dabei war. Dann war das wieder ein bisschen weg, weil die in der vierten Generation, ich glaube, das war die Sinnoh-Reihe, da sahen die vier plötzlich so komisch aus, da konnte ich nicht viel damit anfangen. Ja, da habe ich dann wieder ein bisschen aufgehört, bin jetzt aber wieder dran, immer die ganze Serie mal wieder reinzuziehen. Also die ersten Staffeln habe ich jetzt durch, beziehungsweise bei Staffel 8, das ist ja, glaube ich, die dritte Generation. Bin dann gespannt, ob ich mir die vierte auch geben kann. Und die ganz neuen Spieler, so maximal und minder pigmentiert, die fand ich weniger toll, weil wenn ich Saphir sehe, wie Klickety und Klickety klappt, muss ich also sagen, da ist irgendwas verkehrt gelaufen. Aber X und Y sehen wieder sehr interessant aus und sind auch sehr gut designte Pokémon dabei. Gefällt mir. Das werde ich mir sicher mal bei Zeiten mal wieder geben, weil ich natürlich kein Nintendo DS habe für die Edition, aber ich werde mir dann wahrscheinlich die Serie reinziehen, die ja auf ProSieben Max anfängt. Dann wollen wir mal gucken, wie das so anläuft und wie toll das so wird. Ich hasse mich hier ein bisschen für, aber ich gucke relativ selten DVDs. Das liegt daran, dass ich sehr, 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 sehr wenig vom Film vergesse, den ich gesehen habe. Also die meisten Gesprächsfetzen, die irgendwie immer wieder im Film vorkommen, die vergesse ich kaum und die Handlung eigentlich auch praktisch nicht. Und das ist dann für mich irgendwie nicht so spaßig, das zu gucken. Ich gucke mir, wenn mal was läuft, im Fernsehen an mit meiner Familie, weil dann kann man zwischendurch noch irgendwelche Scheiße talken, wenn irgendwas langweilig ist. Aber so ein DVD alleine, das ist nicht so lustig. Deswegen, ich gucke relativ wenig DVDs und sonst halt wirklich nur Sachen, die gerade frisch neu sind oder Halbfilme, zu denen ich eine persönliche Bindung habe oder besser gesagt aufbauen konnte, sonst fallen DVDs eher weg. Etwas, was mir sehr zugute kommt, sind jetzt gleich zwei Sachen, die gleich hintereinander kommen werden, die ich als zwei Facts aufzähle, weil ich zu faul bin, mir dann sonst noch was auszudenken. Der erste ist, ich kann sehr gut Drehbücher mir ausdenken, also es fällt mir relativ leicht, irgendetwas anfangen zu schreiben, sei es
gucke eine Serie und deck mir da irgendwas aus dazu, oder ich schreibe für was anderes ein Drehbuch. Das fällt mir relativ leicht. Da haben andere Leute mehr Probleme als ich, aber in meiner verrückten Fantasie da oben, da können Bilder zustande kommen, die müssen einfach zu Papier gebracht werden. Das fällt mir dann ziemlich leicht. Ich nehme gleich zwei Facts in einen rein, sozusagen, wenn dann einfach die Zahlen unten anpassen. Der zweite Fact natürlich zu mir ist, ich kann sehr gut Charaktere ausdenken. Also sei es, ich gucke mir eine Serie an und denke mir, wenn ich einen Charakter dazu noch ausdenken müsste, fällt mir relativ leicht, so eine Origin-Story zu machen oder den in das Geschehen, das schon passiert, hineinzunehmen. Und das muss ich sagen, kommt mir sehr entgegen, jetzt dann auch für spätere Projekte, die ich vorhabe. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn man das relativ schnell kann. Etwas, was mir sehr spät aufgefallen ist, eigentlich, ich kann meine Stimme relativ gut verändern. Jemand, die Pokémon Rubin gucken, die drei Menschen, die haben ja schon gemerkt, er kann ein bisschen mit seiner Stimme rum experimentieren. Okay, Frauenstimmen fallen da eher weg, aber so Stimmen so zwischen verschiedenen Herren, das fällt mir relativ leicht, weiß ich gar nicht warum. Ich habe das erst gemerkt, dass ich da ein bisschen mich in der Szene von Sprecher, wo ich mich da bei Projekten beworben habe, gemerkt habe, hey, du kannst ja mit deiner Stimme da ein bisschen Scheiße fabrizieren. Und das macht mir auch extrem viel Spaß. Das wird dann sicher auch noch öfters kommen, wenn ich die Gelegenheit habe, das bei irgendwelchen Projekten mit einfließen zu lassen. Für alle die 1000 Milliarden Konsolen haben, muss ich sagen, ich nicht. Ich hatte nur eine Konsole, das ist die N64 und das war auch die beste Konsole ever. Der Rest hinten dran habe ich nie gehabt, entweder ausgeliehen oder geklaut oder bei Leuten einfach ins Zimmer gesessen und dann haben wir hart gerockt, hart am Limit. Ja, so kann das gehen. Und das war wirklich die einzige Konsole, die ich hatte. Ich habe sie sogar noch da hinten irgendwo stehen. So eine neuere, weil meine alte hat angefangen zu brennen. Wenn man der Lüfter im Arsch, ja, das war das Problem bei der Konsole, die wird ziemlich heiß, also nach einer langen Session da mal reinzufassen, kann auch lebensgefährlich sein. Stempelt mich jetzt als Angsthasen oder was weiß ich, aber ich kann einfach keine Horrorfilme sehen. Ich hab's probiert, hab es probiert mehrere Male hintereinander und jedes Mal kam der gleiche Effekt raus. Während dem Film ging es noch, aber sobald ich dann im Bettchen lag, musste ich die Nacht wach verbringen und deswegen habe ich für mich so entschlossen, ich gucke keine Horrorfilme mehr. Es liegt aber auch daran, dass ich mir dieses ganze Genre nicht so erschlossen hat, weil ich es nicht so toll finde. Ja, und deswegen mache ich da meistens einen Bogen drum, weil ja, wenn es sich nicht interessiert, dann muss man sich das ja auch nicht reinziehen. Aber natürlich die Leute, die das toll finden, sollen das weiter toll finden, weil die Industrie ist natürlich riesig und es braucht immer wieder Leute, die sowas toll finden. Meine Mutter hat es übelst lange probiert, mich fürs Lesen zu begeistern. Das hat ziemlich lange gedauert, bis 20 hat es gedauert, bis sich mir die Faszination Lesen erschlossen hat. Das auch nur dank den Büchern Metro 2033 oder 2033, die sind gerade da hinten im Bücherregal, sind ganz tolle Bücher, ganz eine tolle Reihe, kann ich nur empfehlen, wirklich toll, auch wenn man die Spiele sind Murks, die Spiele müsst ihr damit nicht vergleichen, die Spiele sind wirklich scheiße im Gegensatz zu den Büchern. Die Bücher sind toll und ich kann euch die wirklich nur empfehlen, die haben mir sozusagen den Weg geebnet in die Literatur. Also ja, Literatur gehört ja zum Bereich Fantasy und bin eigentlich immer hängen geblieben dort drin. Also ich werde auch weiterhin lesen, das hilft natürlich auch extrem, um einen der ganzen Rechtschreibung vorzubilden, doch das muss man natürlich erst einsehen wollen, sonst hat das natürlich keinen Sinn, aber wirklich toll und ich habe erst spät angefangen zu lesen. Was einfach hochoffiziell ist, ich kann einfach nicht zeichnen. Selbst wenn ich mir Mühe gebe, richtig schöne Sachen zu zeichnen, kommt dabei nur Murks raus. Also als Künstler kann man mich definitiv in die Tonne treten. Es fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit anderen Leuten darüber rede, ich habe einfach kein Auge fürs Ästhetische. Das kommt vor allem zum Vorschein, wenn es darum gehen sollte,
Videos zu schneiden und mit Effekten zu bestücken oder irgendwelche Thumbnails selber zu machen, das mache ich nämlich nicht selber, merkt man einfach, ich mache einmal und ist okay für mich, aber es sieht halt einfach grütze aus. Aber für mich, der absolut kein Auge fürs Ästhetische hat, der macht es einfach. Und ja, deswegen lasse ich das Leute gerne machen, die das können und die das Auge dafür haben, weil ich hab's definitiv nicht. Eine gute Nachricht für alle Leute, die Auto fahren: ich habe keinen Führerschein. Jetzt denken sie sich alle, oh, zum Glück, da kann ich ja weiter Auto fahren ohne schlechtes Gewissen. Könnt ihr, sie, im Moment habe ich aber nicht das Bedürfnis, das zu machen. Bedürfnis. Weil die Bahn bei mir um die Ecke ist, sehr gute Verbindungen habe und deswegen sehe ich nicht ein, warum ich ein Auto haben soll. Denn Geld kann man dann später immer noch gebrauchen und ein Auto, das fährt mir nicht davon, um das zu machen. Und von dem her habe ich noch keinen Führerschein bis jetzt. Ein weiterer Fakt ist, ich kann gut mit Menschen umgehen. Was gibt es da zu lachen? Es ist so, es hört sich komisch an, aber ich kann von mir selber behaupten, ich kann gut mit Menschen umgehen. Klar kann ich zwischendurch auch mal ruppig sein, aber ey, welcher Mensch ist nicht mal ruppig und es gibt Leute, die mag man mehr oder die mag man weniger. Aber hey, das gehört dazu. Ich versuche dann immer ein annehmbares Verhältnis zu schaffen, dass man miteinander guten Tag und auf Wiedersehen sagen kann, weil heiraten muss ich den ja nicht, aber ich würde von mir behaupten, dass ich sehr gut mit Leuten umgehen kann. Es ist mir schon immer einfach gefallen, mich in Gruppen zu integrieren. Also sei es jetzt im Real Life, hat es gesagt, das Real Life. Ja genau, im Real Life oder halt im Internet, wenn man jetzt zum Beispiel gerade das Thema Deoftifizors, wenn man einen Clan wechselt, hat das immer relativ Es hat nie lange gedauert, um mich mit den Leuten dort auf einer Basis zu treffen, wo man miteinander kommunizieren kann. Vielleicht fand der eine oder andere mich schräg. Ja, man, wer weiß, ich bin eigentlich gar nicht so schräg, wie ich tue. Aber es war mir immer leicht gefallen, mich in Gruppen zu integrieren. Und ja, das fand ich toll. Ein Fakt, den mir niemand glaubt: ich habe es geschafft, mir das Kochen beizubringen, ohne dass jemand an einer Lebensmittelvergiftung ins Gras gebissen hat. Das ist schon mal eine große, große Aufgabe des Lebens gemeistert. Jetzt kommt dann noch eine andere. Aber jo, Kochen geht. Ich kann als Mann dazu stehen, ich habe da keine Probleme mit, weil ich ja die Hausmann-Ausbildung 4.0 schon hinter mir habe. Ich muss sagen, ich putze echt gerne. Sei es in meinem Zimmer, ich habe jetzt auch noch die ganz volle Aufgabe übernommen, das Badezimmer zu putzen, wenn meine Schwester mal wieder eine Sauerei veranstaltet. Natürlich der Arsch immer ich bin, weil ich trage jeden Tag Lidschatten. Das ist völlig normal, ja. Ja klar, ich schmier natürlich damit immer rum. Naja, jedenfalls, ich putze relativ gerne. Auch wenn ich alleine zu Hause bin, wenn meine Eltern eine Woche in Urlaub sind, da wird mal richtig hart geputzt und völlig geil, macht Spaß, keine Probleme mit. Also Hausarbeit ist mal gar nicht so schlimm, wie das immer alle behaupten. Ich ekle mich ja nicht von vielen Sachen. Okay, zwischendurch gucke ich in den Spiegel und dann ist es wieder da, aber was ich richtig hasse, sind Spinnen. Und das liegt nicht daran, dass ich Angst vor Spinnen habe, weil ich weiß, die hässlichen Körper, auf die stehe ich drauf und dann macht ganz Insekt platt. Ich hasse es einfach, wie die Scheißkörper sich bewegen. Das ist richtig ekelig. Aber die kleinen Spinnen gehen noch, die sogenannten, ich weiß nicht, wie man die bei euch nennt in Deutschland. Bei uns sind das die Webeknechte, sind die mit den langen Beinen. Und da gibt es aber die richtig fetten Kellerspinnen. Da kriege ich immer voll einen Adrenalinstoß und die werden mit dem Ghostbuster-Staubsauger, der unten ist, einfach eingesaugt. Ja? Die werden nicht nach draußen komplimentiert. Nein, die kommen in meinen Staubbeutel und verrecken dort. Viele fragen sich ja eigentlich, woher kommt dieser YouTube-Name eigentlich her? Also, Silo kommt von Silvan, nicht so heiß ich. Ui, er hat's gesagt, stalken, jetzt sind wir da, alle bei Google Maps am Eingeben. Und das 785 kommt davon, dass ich bei einem anderen Programm, das jetzt von irgendwie niemandem mehr genutzt wird, mal meinen Namen eingeben muss. Und da war Silo, war schon immer mein Spitzname, mein Vater nennt mich nur noch so. Ich glaube, der weiß nicht mal, wie ich original heiße. Also der komplette Name. Und das wurde mir so vorgeschlagen.
785, 864 oder so. Und 785 fand ich irgendwie toll, passte so gut zum Aussprechen. Und dann habe ich mir gedacht, auch für YouTube kannst du das ja auch nehmen. Ja, und so war das dann. So hat sich das eigentlich ergeben, also nichts Spezielles, sondern also nicht, dass ich einen Stein geworfen habe und gesagt habe, wenn er auf meinen Kopf fällt, dann, ja, dann nenne ich mich 785 oder so. Ich bin ein echter Family Guy Fan, ich finde die Sendung richtig geil. Aber was ich dann lustig finde, die Simpsons finde ich die unlustigste Sendung, die es gibt. Ich kann da einfach nicht lachen. Also jetzt für alle die sagen, oh, er ist ein Kritiker, aber er ist ein Kritiker, der sich das reingezogen hat. Ich habe mir 10 Episoden von dem am Stück gegeben, um wirklich zu sagen, ich habe es mir angesehen. Kann darüber nicht lachen. Ich sitze vorne dran und sehe da irgendwelche gelben Kerle, die ja irgendwas machen und lustig ist anders. Aber Family Guy, schon eine coole Sendung, macht richtig Fun. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Der nächste Fact ist eigentlich nicht groß. Es ist einfach so, ich bin ein riesiger Nintendo-Fan. Und bin auch einer der wenigen, der sich die Serien dazu reingezogen hat. Also wer die Donkey Kong-Sendung von damals noch kennt, da habe ich vor kurzem mal eine ganze DVD-Sammlung gefunden, die ich mir irgendwie bestellt habe, mal so ganz komisch. Und ja. Finde ich toll, macht Spaß und auch die Sendungen sind toll, auch wenn die von Kritikern meistens zerrissen werden. Und das ist dann weniger lustig und toll, aber ich stehe immer gerne dahinter und gucke mir das immer wieder gerne an. Jetzt kommt was mir sehr Angst macht. Wenn ihr die Figur Action Man noch kann, ich habe vor kurzem mal ein Let's Play dazu gemacht. Da gab es auch so Actionfiguren. Und das Komische ist, das macht mir bis heute noch Angst, ich habe den immer die Hose ausgezogen. Genau, so habe ich auch reagiert später darauf, aber ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, das kann man kommentarlos einfach so abstempeln. Auch wenn ich nicht so aussehe, als würde ich sowas hören, aber meine Lieblingsrichtung, ja, lern erstmal reden, dann bevor du Musik hörst. Ich gucke Musik. Meine Lieblingsmusikrichtung ist Rock. Ja, und eigentlich alles, bin da nicht auf Bands fixiert. Ich höre mir da eigentlich ziemlich alles mal an und wenn es mir dann gefällt, kommt es auf den iPod, auf den Eischrott. Und wenn nicht, dann höre ich es halt eben nicht, aber ja. Und das ist eigentlich so, das ist meine Lieblingsmusikrichtung. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Ich kann eigentlich nicht sehr viel mit Fußball anfangen, ja, als Mann. Ich fand Fußball immer ziemlich langweilig. Ich gucke Fußball nicht nur mit meinem Dad, weil er dann richtig tolle Kommentare dazu abfeuert. Aber das Lustige war, wo ich mit Fußball nie was anfangen konnte, habe ich früher, als ich noch etwas jünger war, immer diese Panini-Heftchen da voll geklebt und die dann eingeschickt und mir so einen freshen Ball geholt. Warum? Keine Ahnung, ich habe da irgendwie noch 4 rumliegen. Weiß ja nicht warum. Wahrscheinlich einfach, um mich dann toll zu fühlen. Ja. Geldverschwendung, aber jeder musste mal so einen Trend mitmachen. Ein Fact, den viele Leute, die etwas jünger sind oder vielleicht auch gleich alt sind, erschüttert. Ich schlafe in der Nacht. Ja, ich nutze die Nacht, was die Evolution daraus gemacht hat. Welch eine Perversion, würden sich jetzt viele denken, aber nein, das ist völlig legitim dafür. Bin ich dann ein extremer Morgenmensch, bin dann meist schon gegen 8 Uhr oder sogar noch früher wach. Ja, und so verschiebt sich eigentlich das, weil die anderen, die kommen dann nach Hause und pennen und ich stehe dann auf, wenn die pennen gehen. Also tun wir uns da nicht gegenseitig ausbuhen oder so, das ist dann relativ gut so. Auch wenn man es mir nicht ansieht, mein Stuhl rutscht immer, auch wenn man es mir nicht ansieht, ich betreibe Sport. Ja, als Gamer betreibe ich Sport. Das kann nicht sein, da muss Mogelei im Spiel sein. Lifehack. Nee, ich gehe 4-mal in der Woche ins Fitnessstudio, weil ich habe einfach gemerkt, irgendwann ist fertig. Es gab so einen schicksalhaften Tag, wo man irgendwo steht und runtergucken will und dann sein Genital nicht mehr sieht, weil der Bauch darüber lappt. Da war bei mir sozusagen der Tag aller Tage, wo ich gesagt habe, jetzt ist fertig. Jetzt wird hart trainiert und ich muss jetzt sagen, jetzt sehe ich es wieder, ist alles okay, der Bauch ist auch weg, größtenteils. Kleiner Rest ist noch da, aber den kriegen wir auch noch weg, den kleinen Sack. Und und ich fühle mich eigentlich auch relativ besser, so das kann ich nicht wirklich noch jedem empfehlen. Sport zu machen ist immer toll, fühlt man sich wirklich besser.
Und man kann auch ein bisschen mehr fressen. Das ist natürlich auch noch sehr, sehr praktisch. Was ich auch noch sagen kann, ein Fakt zu mir, wer einmal mit mir Kontakt gehabt hat, sei es übers Internet, sei es in Real Life oder irgendwo, die werden mich einfach nicht mehr los. Ich bin wie eine schlechte Angewohnheit. Ist man sie los, kommt sie wieder zurück. Und der Matze und der Fly, ein Gruß an euch, die spielen mit mir im DFDFizors-Clan, die wissen, von was ich rede, weil die armen Kerle, die sind mich einfach nie mehr losgeworden und ja, die müssen jetzt halt einfach damit leben. Ein Fact vielleicht für die, die sich fragen, wann hat er denn eigentlich mit Let's Play angefangen? Ich habe am 16. April 2010 mit Let's Plays angefangen. Also eigentlich, ja, so in den Kinderschuhen würde ich jetzt nicht sagen, das war ja die Community vor mir. Aber ich habe vor dem ominösen Glonk angefangen zu spielen. Uiuiui, das kann doch nicht sein. Die Zeitrechnung beginnt doch erst dann, wenn der angefangen hat. Sakrileg, das kann nicht wahr sein, ja. Aber es ist so, es gab mal eine Zeit, ja. Das können sich ganz viele nicht vorstellen. Vor dem, andere werden jetzt sagen, es hat jetzt ja nie was gegeben. Recht habt ihr. Aber es war jetzt auch nicht der Fakt, wo ich darauf hinaus wollte, sondern einfach zu sagen, dann habe ich angefangen. Ein Fakt, den viele Leute aufgeregt haben, die so in den Lagern gab es immer zwischendurch so, also nicht in den Lagern, nicht falsch verstehen, eher in den Schullagern, da wo man zusammen irgendwo hinfährt mit der Schulklasse, mit der Schulklasse, gab es auch zwischendurch so, die müssten sich so ein Ehebett teilen. Ich kenne das, zwei nebeneinander. Und es gab immer die Leute, die das mit mir teilen mussten. Das Problem ist, dass ich mich früher im Schlaf übelst bewegt habe. Also ich bin rumgerollt und hab rum um mich geboxt und so. War nicht lustig, mit mir das Bett zu teilen. Aber das hat sich komischerweise, je älter dass ich geworden bin, zum Glück verwachsen. Ja, was eigentlich jeder wissen sollte, der es schon mal miterlebt hat, ich bin völlig unmusikalisch. Ich habe das nie gekonnt, am Musikunterricht immer auch scheiße gewesen. Ich habe aber ein tolles Erlebnis, habe ich. In der 10. Klasse wurde ja Musik auch bewertet und dann kam der Musiklehrer zu mir und hat gesagt, Junge, ich gebe dir eine 6, also die 6 ist bei uns in der Schweiz die beste Note, gib dir eine 6, wenn du mein Konzert, also von der Schule gab es so ein Konzert aus, moderierst. Da habe ich gedacht, das sei nicht ein sehr fairer Deal, weil das kann ich ja, irgendwelche Scheiße im Mikro zu talken. Und dafür eine 6 zu kriegen, eigentlich um nichts zu machen, während die anderen sich da abrackern mussten mit irgendwelchen Loten und Zyklopen. Sind das nicht die mit diesen einen Augen? Nee, das glaube ich nicht. Doch, nicht Zyklopen, ich war Synkopen hieß das, glaube ich, oder so. Ich habe ja keine Ahnung von Musik, ist ja egal. Ja, und so ist das eigentlich an mir vorbeigegangen, deswegen Musik und ich werden wohl nie Freunde sehen, was selber machen, kann man vergessen. Ja, was auch bekannt ist allgemein, ich bin ein riesiger Batman-Fan, ja, das ist einfach so, ich glaube, das hat ganz jung angefangen und hat sich immer gehalten. Es hat sich dann aber noch ein bisschen mehr verschärft, als man mit der New 52-Reihe so genannten Reboot gemacht hat und sich wieder etwas ernster auf das konzentriert hat, also besser gesagt auch den Figuren eine Origin-Story gegeben hat, die etwas tiefer war, ein bisschen tiefgründiger, ein bisschen mehr verwoben miteinander, dass man merken konnte, ja der und der. Und ich will mal sagen, da hat es eigentlich so Klick gemacht und seitdem bin ich eigentlich dabei, jetzt wieder etwas weniger in letzter Zeit. Aber vielleicht wird es ja mal wieder mehr, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Wenn wir schon mal wieder dabei sind, mein Lieblingscharakter aus dem Batman-Universum ist natürlich Two-Face. Warum? Ich finde es einfach interessant, was passiert, wenn man einem Menschen die wohl wichtigste Fähigkeit wegnimmt, die wir Menschen haben, nämlich spontan irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und an einen Menschen zu kreieren, der zwei Persönlichkeiten hat, die ja sowieso ständig nicht derselben Meinung sind, weil der andere gut und der andere böse ist. Und man sich natürlich irgendwas suchen muss, was völlig unbestechlich und völlig loyal gegenüber jedem ist. Und das ist natürlich der Zufall. Und ich fand die Figur einfach sehr interessant und auch irgendwie sehr greifbar, weil es für mich kann das eigentlich jedem passieren, weil ja, halt alles verliert, oder? Und dann noch sowas schon von früher hat, fand ich ein wirklich toller Charakter, sehr tiefgründig und auch sehr düster, aber sehr, sehr toll und ist mein Lieblingscharakter, kann ich aber mehr nicht dazu sagen. Wenn jemand ein Berliner ist vor mir, also ihr wisst, da also nicht ein Berliner auf ist, sondern diese Dinger dann,
Wenn ich die sehe, muss ich immer Witze über Pickel machen, weil es gibt dann die mit Vanille drinnen, das sieht aus als so ein Eiterbuckel, den du hast und so ausdrückst und seitdem haben einfach Leute aufgehört, in meiner Anwesenheit Berliner zu essen, weil die meisten Leute das dann nicht abkönnen. Bei mir ist das schnurzegal, mir kann man da, ich gucke auch während dem Essen Tieroperationen, also mir ist das eigentlich relativ egal. Aber die meisten Leute finden das dann weniger lustig und deswegen hat man sich einfach dazu durchgerungen, das nicht mehr vor mir zu machen. Es ist so, es ist offiziell, die wohl größte Spieleenttäuschung letzten Jahres war für mich Batman Arkham Origins. Und sie lacht mich an, die Collector's Edition. Ja, ich kriege dich. Der Hässliche, ja, es war so dreckig, das Spiel. Man hat sich richtig gefreut drauf. Es war auch richtig toll, man wurde auch richtig gehypt drauf. Und dann war es so ein Murks. Ich weiß nicht warum. Selbst Arkham Origins Lockdown, nicht Lockdown, Blackgate, war tausendmal besser als dieser Murks, den wir auf dem PC hatten. Ja, und ich habe geweint. Ich habe es zwar durchgespielt, aber ich habe geweint, es war so schlecht und so verbuggt am Start und einfach nur Grütze, dass ich das niemandem empfehlen kann. Aber freue mich jetzt wie ein kleines Kind auf Arkham Knight, wo wieder von Rocksteady gemacht wird. Das wird richtig toll, das sage ich euch. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, also ich bin nicht einer, der keinen Job hat, also nicht Hartz IV und der Tag gehört dir, nee, oder Hartz IV und schlaf bis um 4, Ich bin Kaufmann, Dienstleistung und Administration und arbeite bei der Stadt Bern in der Volkswirtschaftsdirektion und gucke da, dass die Aufträge rechtzeitig rein und raus gehen und zwischenzeitlich kloppe ich bei anderen Leuten auch auf dem PC rum, weil das technische Verständnis von gewissen Menschen in dieser Direktion zu wünschen übrig lässt. Und deswegen bin ja ich da und man könnte mich auch der Arsch für alles bezeichnen, der eigentlich den Praktikantenstatus in diesem Fall nur dort durch verlassen hat, dass er Lohn kassiert. Ich habe keine Vorbilder, das ist so. Ich habe mir immer gedacht, du musst dein eigenes Vorbild sein, aber ich würde mal sagen, als einflussreiche Person würde ich meinen Großvater bezeichnen. Einfach nur, weil der Krankheiten hat ohne Ende, der aber nie jammert, der nie irgendwie sagt, es geht ihm schlecht, sondern einfach sozusagen die Fresse hält und einfach sein Leben lebt und das beeindruckt mich sehr immer noch bis heute und da möchte ich mich dran orientieren und möglichst das gleich machen wie er, weil das Leben ist zu kurz, um sich ständig über irgendwas aufzuregen oder irgendetwas zu sagen. Auch wenn es mir viele nicht glauben, ich bin privat völlig normal. Was gibt's denn da zu lachen? Da gibt's nichts zu lachen, das ist einfach so. Das ist auch ein Fakt von mir, das schafft wohl niemand außer ich. Ich bin im Europapark aus einem Laden rausgeschmissen worden. Ich kann ja die Geschichte kurz erläutern. Das ging daran, es gab da so einen Laden mit so Piratenhaken und so Wikingerhelmen. Da habe ich mir so einen Helm aufgesetzt und so einen Haken und habe damit Leute erschreckt. Und dann kam der Chef des Ladens zu mir und hat gesagt, ich soll damit nicht rumspielen. Dann habe ich zu ihm gesagt, ist das denn nicht die Eigenschaft von Spielzeugen? Und die Logik war so hart für ihn, ja, dass er halt einfach gesagt habe, ich bitte Sie, meinen Laden zu verlassen. Und dann wurde ich aus dem Laden rauskomplimentiert. Ist halt scheiße, aber das schafft wohl niemand. Jetzt bin ich vorgemerkt als Vandale im Europapark. Müsst ihr euch dann vielleicht mal achten. Vielleicht hängt da irgendwo noch ein Steckbrief mit dem Foto. Also dieses Foto hier. Vielleicht hängt das dann irgendwo rum, wer weiß das schon. Und ja, das ist so eine Geschichte, die erzähle ich immer wieder gerne, die kommt auch immer wieder gut an. Ein weiterer Fakt ist, dass ich mit Strategiespielen auf dem PC angefangen habe. Auch wenn man mir das nicht glauben mag, aber ich habe mit Age of Empires 2 meine PC-Karriere angefangen. Und dann ging es weiter mit Age of Mythology. Wer das noch kennt, das habe ich auch noch online gespielt mit so Bobs, die dachten, die können einen auf dicke Hose machen. Nee, aber das war eine tolle Zeit. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen angefangen mit Strategiespielen zu zocken. Aber irgendwie an die Shooter kommt es einfach nicht dran. Und ja, da ist es halt einfach untergegangen in diesem ganzen Wechselkarussell der Gefühle. Was einfach auch jeder weiß ja nicht, der mit mir kommunizieren muss, ich hasse die Zelda-Spiele. Ich kann die Faszination an diesem Spiel nicht verstehen. Ich finde den Held scheiße, ich finde die Welt nicht
toll. Ich finde die ganze Story rundherum richtig bläh. Außer, das muss ich sagen, erstens mal der Gegner, Ganondorf, der alte Hacker. Mein Lieblingscharakter in Super Smash Bros. Meal. Und dann auch im anderen, aber die habe ich nicht gezockt. Toll. Und es gab noch so eine Geschichte mit wie so einem Kerl, der Leute in einem Brunnen gefoltert hat, indem sie dann irgendwie die Hände und den Kopf abgeschnitten haben. Fand ich das einzige Tolle dran. Sobald es dort ein bisschen düsterer wird, fand ich das toll. Der Rest da rundherum, das war einfach ziemlich am Murks. Und es gefiel mir nicht. Auch die Steuerung von dieser Scheiße. Ocarina of Time und so. Nee, gar nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Es ist einfach Scheiße. Es hört sich schräg an. Aber es ist so, ich rede mit meiner Mutter oft über Videospiele, da guckt sie, sieht sie irgendwo einen Werbespot von einem Game und fragt mich, du, hast du das Game auch und wie zockt sich das so, was macht man denn da eigentlich so? Und das finde ich manchmal noch ganz lustig, weil mein Vater kann ja gar nichts damit anfangen, der hat mal, wenn er was aufschnappt, dann sagt er das 1000 Mal und denkt dann, er sei der Videospielexperte, so wie viele andere Leute. Ja. Und meine Mutter, mit der kann ich wirklich darüber diskutieren, kann man eigentlich fast sagen, ja. Und ja, so gibt es manche Gespräche, wo sich eigentlich nur um Videospiele drehen mit meiner Mutter. Wenn wir schon bei meiner Mutter sind. Meine Mutter hat mich immer unterstützt beim Let's Play. Sie hat mir sogar noch geholfen am Anfang mit irgendwelchen Einstellungen. Hat sie gesagt, ja, wenn du das ankreuzt oder das, funktioniert es dann. Und ja. Meine Mutter hat mir da sehr geholfen, hat mich da auch immer unterstützt und fand das auch immer toll, was ich da gemacht habe. Und das fand ich sehr wichtig, weil es hat natürlich auch mir geholfen, da weiterzumachen. Und auch fand ich es toll, dass sie sich dafür interessiert hat, was ihr Sohn so macht. Sie hätte ja also sagen können, pff, egal, vielleicht dreht er Pornos heimlich oder so. Er weiß ja nie. Und ja, und das fand ich toll, dass sie da nie das Interesse an mir sozusagen verloren hat, obwohl ich ja jetzt schon etwas älter bin. Jo, die Halbzeit ist geschafft. Nice.